Hallo liebe Leute, hier ist wieder der David aus Australien. Nein, nicht aus Australien, sondern aus Corines. Ja, ich habe gerade eben einen australischen Film gesehen. So ein Doku-Film, sehr interessant übrigens. Ja, der Verlang kloppt immer noch rum. Wobei ich mich frage, warum. Ja, ich habe auch ein bisschen in meinem Inventar rumgestöbert und geguckt. Und ja, was gibt's denn Neues? Am besten, wir gucken nochmal ins Logiboggy, und zwar hier die Reste der Ork-Armee. Das ist das, was ich als erstes machen werde. Also hier für diese Folge mal anzufangen. Der erste Ork-Trupp wurde nie weit von der Stadt gesehen. Vermutlich stecken die kleinen im Taktor. Aber ich will zu meinem Freund Dandolo hin. Und zwar möchte ich ganz gerne, dass er mir behilflich ist. Und zwar die Reste Rampen Orks zu mithelfen zu beseitigen. Reste Rampen Orks. Ja, voll, so sieht es doch eigentlich aus, oder? Ja, dann wollen wir uns mal dahin beamen. So, dann geht's mal ab zum Leuchtturm. So, da sind wir dann, Dolo. Du pass mal auf. Wir gehen jetzt mal die Orks jagen. Und zwar kommst du erstmal mit. Auf geht's. Genau. In welche Richtung nehmen wir denn mal? Jetzt bin ich am überlegen, muss ich noch in den Leuchtturm was machen? Nee, habe ich alles schon durch. Dann Dolo, wir gehen mal hier in die Richtung. Jetzt werde ich erstmal checken, ob ich noch... Ja, ich kann rennen. So, dann werden wir mal unseren Pfeil ausprobieren, beziehungsweise mal richtig einspannen das Ganze. Muss ja alles gemacht werden. Gute Vorbereitung will ja gemacht sein. Sup, sup, sup. Und Gift Pfeilinger. Ja... Dann geht's mal auf in den Wald, Dandolo. Gucken wir mal. Wir müssen hier schließlich die Orks noch, die Reste Orks da, eliminieren. Das heißt, vorsichtig gucken, wo sie sind, meine ich. Okay. Gut. Hier geht es irgendwo runter, wo sie früher mal so Razor waren oder Snapper. Ja, cool, ich könnte mal beten hier. So, Dandolo, du betest nicht, du bist Heide oder was? Mal gucken, was gibt's denn für 100 Goldstücke? Stärke. Ah, da fällt mir gerade ein. Aber das mache ich nach dem Kampf, wenn ich verletzt bin. Ich habe ja noch würzige Brötchen und würzige Brezen. Jo, mei, so richtige Brezen-Hobby. Und, jetzt gucken wir mal. Hier irgendwo im tiefen, tiefen Wald. Ob es nach Orkschen Stimmen hallt, die da rufen. Na? Da, da, da. Da sind sie. Ich mach dich fertig, Mora, wollte ich sagen. Dann, hey, Dolo, du. Pass auf. Ich werde dich doch mal auf Offensiv stellen. Sicher ist sicher. Weil ich denke mir, wenn es heißt Rest Orks, dann werden sie wohl nicht so viel sein. Wenn ja ganz keine Camps sein, sondern das sind die letzten Geflüchteten. So, schauen wir mal. Ja, oh, das ist gemein. Ich mach dich fertig, da ist der Spruch. Ich mach dich fertig, Mora. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, der teilt sich auch noch auf. Ah. So ein dämlicher Mann. Menno, wieso denn das? Hat er den Dandolo umgebracht? Okay, da habe ich wohl irgendeinen Flüchtigkeitsfehler gemacht, liebe Freunde. Also. Ich werde es einfach mal so machen. Ups, jetzt hat die Sonne einen ganz großen Schwenk gemacht. Wo kann man denn mehr sehen? Und ich will auch nicht... Ork-Elite. Gucken, vielleicht treffe ich... Nee, der landet im Sand. Beziehungsweise... Da, da sind sie mit dem Rücken. Okay, Dandolo, pass auf. Ich schieße schon mal an. Okay, okay. Und da ist die Ork-Elite. Und die haben wir gepackt. Wunderbar. Was gibt's denn hier? Rostfleisch, Wasser, Waldbeere. Dandolo, dir geht's noch gut. Das finde ich auch gut. Wie viele sind denn hier noch mehr unterwegs? Orksche Armbrust, Ork-Krieger. Perfekt.
So, und jetzt wäre es an der Zeit, mal hier diese Semmeln und Brezen zu essen. Sodelle. Gucken wir mal unter Nahrung. Oh, hier zum Beispiel. Hier haben wir Brezel nach besonderem Rezept. Bonus für maximale Lebensenergie. Aha, und Lebensenergiebonus. Dann gucken wir mal. Zack. Moment mal, eben mal gucken, wie viel Leben ich habe, indem ich mal hier auf das Blatt gucke, ob das wirklich so ist. 912 insgesamt. 13, 14, 15, 16, 17. Lebensenergie, aha, jetzt gucken wir erst nochmal nach hier. Ja, stimmt. Dann essen wir jetzt mal die würzigen Brötchen. 5, 10, 15, oh, Mana gibt es auch dazu. 20, 25, 30, 35. Ach, ist das spannend. Okay, das war jetzt nur Mana. Okidoki. Steht ja auch links daneben. Speichern. So, währenddessen habe ich noch ein Getränk zu versuchen gegeben unter dem Namen Lebenselixier. Reste der Ork-Armee. Gucken wir mal. Ork-Trupp nicht weit von der Stadt. Wo ist denn hier? Der zweite Trupp wurde in der Nähe des Leuchtturms gesehen. Diese Orks werden wohl jetzt etwas weiter entfernt von diesen Lagern. Vermutlich im Wald. Wahrscheinlich sind sie dort in kleinen Gruppen anzutreffen. Das heißt also kleine Gruppen. Das war zum Beispiel die erste kleine Gruppe. So würde ich das jetzt empfinden bzw. interpretieren. Dann Dollo, jetzt müssen wir weiter gucken. Es gibt bestimmt noch irgendwo eine andere kleine Gruppe, die wir zu kreuzigen haben. Oh, Vag. Orksche Kreuzigungsgruppe. Bitte zeigt euch. Blutfliegen, ach, auch gut. Können wir die auch mal ein bisschen hier. Was ist das? Mandolo, da ist ein Heinz. Der sprüht Feuer. Wo ist dein Dolo hin? Suchende Kacke. Auch noch. Mist. Ja, dein Dolo ist noch am Leben. Das sehe ich nämlich, weil... Aber ich muss hier mit... Ja. Ey, cooler Mann. Du hast gegen zwei Suchende gekämpft? Oder habe ich mich da jetzt irgendwie vertan? Tatsache. Oh, dein Dolo. Wow, und ich dachte, du gehst mir weg. Das wäre nämlich nicht so toll gewesen. Okay, dann wollen wir hier mal weiter. Genau, Suchende gibt es ja auch noch jede Menge. Oha. Okay, dann lieber mal speichern und mal was trinken. Mein Gott. Meine Schockstarre, die hätte auch irgendwie für Dandolo nicht gerade gut ausgehen können. Da musste man eben schnell reagieren, weil da waren ja auch noch Varge. Vielleicht war da die Situation gar nicht mal so schlecht, dass die Varge auf mich gegangen sind und Dandolo nur ausschließlich mit den Suchenden beschäftigt war. Da ist nämlich noch ein Ansuchender. Okay. Dann gehe ich mal mit. Wenn das nur einer ist. Wow. Den habe ich gar nicht gesehen. Dandolo, hast du den eben gesehen? Wir sind doch gerade diesen Weg hier lang gegangen, oder? Nee, da, ach, das ist der andere. Das ist der, der noch mehr tiefer in den Wald geht. So, Della. Ja. Ach ja, dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Immer weiter. Mulrats. Mulrats, Mulrats. Ach, die Blutfliegen habe ich noch gar nicht gelootet. Wie viel waren es denn? Waren ja nicht so viele. Oh, Feuerwurzel. Feldknöterich. Schön. Da ist noch eine kleine Gruppe. Dandolo, noch eine kleine Gruppe mit Myrtaner Ork-Krieger und ich gehe mal gucken. Nee, geht nicht. Dann kann man leider nicht wechseln. Dann pass mal auf, ich speichere nochmal. Und
unser lieber Alan Dufour hat ja gesagt, ein Orkanführer. Nee, das hat er nicht gesagt, aber man kann Dandolo ruhig auf offensiv stellen, wenn es kleinere Leute sind, also wenn wenige Leute sind. Dann werde ich mal gucken, ob ich den Orkanführer, den Ork-Anführer natürlich, ich werde mich mal hier hinten verstecken. Oh, da sind sie schon. Shit, Dandolo getroffen. Nicht gut. Ha! Zieh doch mal richtig, Menno. Oh, okay, Stufe gestiegen, aber ich bin noch nicht... Jetzt bin ich tot. Okay, auf ein neues und ein bisschen mehr Konzentration. Denn Dulu, du bist ja... Mal schauen. Ich glaube, ich ziehe erstmal meinen Säbel. Genau, richtig. Denn Dolo geht ja schon mal volle Kalotte drauf hin. Und hier kommt sogar der Orkanführer. Der Ork-Anführer. Und ich glaube... Oh, der ist aber wieder mal widerspenstig. Ja, jetzt haben wir ihn auch. Was hat er denn so alles? Extrakt der Heilung, Großfleisch, orkischer Teil, Ring der orkischen Kriegsherren. Ja, das hat er immer. Und du hast ja auch noch einen anderen Orki getötet. Orkische Armbrust mit Hörner, Orkkrieger, hervorragend, super. Und die üben die Waage, kümmern wir uns, wenn ich was gegessen habe. Denn da, wo Waage sind, sind auch meistens Orks. So, reicht der Abstand schon? Noch nicht. Schon wieder. Ha, ein zu viel geschossen. Okay, weiter gut gucken. Da hinten sind noch ein paar Feldräubertjes. Ah, die kriegt man auch mit den Pfeilen weg. So, ein Wag. Noch ein Wag. Kümmern wir uns mal hier um die Feldräubertjes. Das hat aber gedauert. Und schon kommt gleich die Riesenratte an, die mir dann Dolo aus dem Leben bringen kann. Auch gut. Ja, schön. Speichern mal kurz. Wir hatten ja eine Stufensteigerung. Mittlerweile haben wir 73 Lernpunkte. Das wird ja immer mehr. Die müssen wir auch ein bisschen ansammeln, weil es werden ja die ganzen Talente und die ganzen Fähigkeiten immer teurer. Ne? Da kann man sich nicht freuen, so, ich habe jetzt 10 Lernpunkte neu. Mal gucken, wie kann ich das sofort umsetzen. Nee, nee. Desto erfahrener wir sind, umso teurer wird es dann auch. So, jetzt sind wir oberhalb der Geschichte. Von da aus wir da, ich glaube, da mit dem Innerschrein war, die Adanos-Schrein waren. Gut, dann gehen wir mal hier in die Richtung weiter. Dann Dolo, gut. Ob es jetzt hier irgendwelche Kräutertjes gibt, weiß ich jetzt nicht. Die fallen ja auch nicht so auf jetzt. Die müsste man irgendwie noch highlighten können. Du bist noch bei mir, schön. Ja, ja, da ist das. Boah, da wäre der Suchende fast uns in den Rücken gefallen, nicht? So. Ah, da hinten sind ja die Molarats, die wir zuerst gesehen haben. Jawohl, okay. Dann machen wir mal mit. Ach, mich hat auch gleich angebrutzelt hier. Oh, sorry. So, ach, da hinten ist noch Gezücht. Und das mache ich mal jetzt mit. Schweinegeräusche hier. Welträuber. Gut, wenn du mich schon erkennen kannst, aus der Entfernung, dann treffe ich dich auch. Und dich auch mit meinen Fähigkeiten hier. So, B. Aufpassen. Reichern. Ja, das ist die Sonntagsfolge. Die sollte noch mal ein bisschen spannender sein, weil... ruhig, wie im Wald... So wie der Sonntag auch ein bisschen ruhig gestaltet werden kann. Weiß ich jetzt nicht.
So, im Wald verlaufe ich mich manchmal auch. Zehermolaratte. Zehermolaratten sind hier? Aha. Ah, hier sind wir. Gut. So, dann. Ups, wieder easy. Ja, von mir aus. Ihr seid gut, so ein Mist wie weniger. So Zehermolaratten hier. Moment mal, war es der hintere oder der vordere? Das war der hintere. Ja, guck. Ah, das ist das mit der Höhle und dem brennenden Zeug. Und da es ja die Sonntagsfolge ist, dann könnt ihr mir nochmal in den Kommentaren schreiben, ob die kleinen Grüppchen, von denen es ja 5 Trupps gibt, ob das hier angezeigt wird in der Gegend, wo, ob ich die dann alle gekillt habe. Das heißt also, wenn alle gekillt sind, bitte zeige an, also pro Trupp, dass ich hier nicht mehr weitersuchen müsste. Alain wird das bestimmt wissen. Jetzt gucken wir aber erstmal hier, ob hier was in der Nähe ist. Ah. Oh, dann Dolo hat es auch ein bisschen angekratzt. Hier ist irgendwie nichts. Jo, nee, okay, hier wird nichts sein. Dann gucken wir mal sicherheitshalber da hinten in der Höhle nach. Hier war doch jemand. Kommt nicht auf den Namen, aber ich hatte ich jemanden gefunden gehabt, das weiß ich noch. So, ich bin der Meinung, hier ist nichts mehr zu finden. Otter. Ah, ein Alchemietisch. Hier kann man Sachen machen. Genau richtig. Hier kann man nicht kochen. Ich habe genug Zutaten und ich möchte mir ganz gerne was kochen. Das ist zu weit entfernt. Warum? Andere Seite? Ja, andere Seite geht. Nicht. Der Dandolo steht im Weg. Dann nehme ich mal den Kessel. So, da geht es. Was kann ich denn kochen? Ich habe ja jede Menge Rezepte gelesen und... Hä? Hallo? Verstehe ich jetzt nicht. Tut der Kessel eventuell? Auch nicht. Tja, warum? Verstehe ich nicht. Okay, dann werde ich mir am Alchemietisch mal was machen, wenn ich denn... Nee, ich glaube, ich habe nicht mehr so viel... Ja, ich versuche mal was. Geschärfte Klinge vergiften. Kann ich ja nicht. Muss ich erstmal machen. Heiltränke brauen, spezielle Tränke brauen, Schnaps brennen, besondere Pfeile im Bolzen herstellen. Ich könnte mal wieder Giftpfeile machen, finde ich. Okay, ich melde mich dann gleich. Supi, jetzt sind wir fertig. Konnte noch ein paar Giftpfeilchen herstellen. Jetzt geht es wieder ein bisschen raus. In die frische Luft hier aus dieser miefigen Höhle. Supi. Ja, wie schon gesagt, haben wir jetzt hier diesen Ork-Trupp in der Gegend des Leuchtturmes jetzt vernichtet. Große Frage, jetzt kommt die nächste. Mystischer Ort. Nein. Keiner hier. Keiner da. Sind wohl alle in Kanada. Leise sein. Kann ja sein, dass irgendwer wieder was erzählt. Wieder ein bisschen gebraucht. Sind jetzt irgendwelche Orks hier irgendwo in der Gegend? Ach ja, hier, schau mal, guck. Sind ja, wo sind wir denn jetzt? Okay. Wo ist mein Pfeil? Der hat mir einen Pfeil weggeschmissen hier. Krieg ich nicht mehr wieder. Naja, okay. Okay. Kommen wir nicht näher? Wieso komme ich hier nicht näher? Wieso komme ich hier nicht rein?
Nö, ist verschlossen. War doch mal drin, oder nicht? Oh, jetzt regnet es auch noch, Dandolo. Das ist doch dull, oder? Machen wir mal weiter hier. Aber nicht so hektisch bewegen, Miki. Suchende und Übersuchende. Wenn wir hier schon... Wir sind ja weit weg vom Leuchtturm jetzt. Weit weg. Trotzdem gucken wir mal. Kommen wir da rüber? Ich glaube ja, ne? Das sieht blöd aus. Ja, Dandolo kommt mit. Warte mal, irgendwie kommt mir dieser Dings nicht so bekannt vor, diese Gegend. Vor allem, wo es jetzt so regnet. Nee. Regen ist echt schlimm hier in Gothic. Moment mal, was ist da unten? Ach, hier sind wir. Ach so. Ja, schön. Siehst du, Dandolo, jetzt sind wir wieder auf dem Hof von... Ach, Akil, Robert. Keine Ahnung. Gonzales, okay. Gucken, ist der uns irgendwie feindlich gesinnt? Man weiß es nicht. Unterliegt ein Toten. Weiter geht's. Wer ist denn der Tote hier? Ach, das ist ein Wegelagerer. Den hatte ich ja schon. Oh, dann ist das ja auch ein... Okay, dann ist das ja auch ein Wegelagerer, ein Gonzales. Gebrannten Apfel, Wacholderkäse, ein Bild des Namenlosen. Stimmt ja. Habe ich in meinem Inventar noch gar nicht angeguckt, Leute. Guck ich mal eben. Bild des Namenlosen. Ach, der. Okay, ja, gut. Alles klar. Nein. Okay, das ist jetzt weiter unten. Ach, hier ist... Ah, hier ist die Brücke. Richtig. Kommen wir aber so nicht hin, oder gehen wir ein bisschen runterrutschen? Randolph, ja, das ist der Hof. Gut, okay, dann werden wir mal weiter Richtung... Gucken wir mal eben nach. Ja. Könnten wir eigentlich auch zum Kloster irgendwie hingehen, aber die will ich zum Schluss machen, diese... diese Skelette, diese Untoten... Wo bist du? Ach, da bist du. Gut. Hier brauchen wir eigentlich gar nicht mehr lang, Dandolo. Oh, Feuernessel. So, Innerstatue. Nee. Innos, Adanos, Elia. Alles verfehlt. So. Diese Ecke haben wir auch. Gut, jetzt lass uns erstmal gucken, Dandolo, wo wir jetzt erstmal hingehen, würde ich mal sagen. Also erstmal auf der Karte gucken. Wir befinden uns jetzt da. Und Logbuch sagt ja die Reste der Ork-Armee. So, Kloster. Erster Ork-Trupp wurde nicht weit von der Stadt gesehen. Vermutlich stecken sie in dem kleinen Tal, das sich rechts vom Stadttor befindet, wenn man Richtung Onershof die Stadt verlässt. Da werden wir doch mal hinfetzen. Und da melde ich mich dann wieder. Ui, einschalten, einschalten. Hier gibt's was. Mitten im Wald. Schon wieder so ein Misty. Gute Skelettkämpfer. Haben wir sie? Okay. So was Beklopptes. Einmal wird man überrascht von Skelettkämpfern. Okay. Gut, ich wollte nämlich hier hochgehen, auf einmal kamen sie dann da raus. Und hier gab es auch irgendwie noch einen Teil, wo ich noch jede Menge Kräuter gefunden habe. Gut, ich glaube,
Wir werden mal weiter gucken und uns dann wieder melden, wenn es spannender wird. Ja, kaum sind wir über den Berg da hinten, über den kleinen da unten, gibt es hier wieder was Neues. Schwarze Wölfe, ZB zum Beispiel. Okay. Machen wir sie mal weg. Und ein Suchender. Oh, ich glaube, der ist ein bisschen spannender zu nehmen. Oh ja. Mhm. Okay. Ah, shit. Oh, ich laufe auf den Wagen zu. Oh, Mann, Suchender. Nicht Dandolo. Oh, Glück gehabt. Was ein Wirrwarr, was ne... Was ein Wirrwarr, liebe Leute, liebe Freunde. So, hat's denn noch was in der Nähe? Ja, noch ein Wag. Mythana Ork Späher. Ja, super. Also, Warge sind immer ein Indiz für Orks. Ach, jetzt sind wir dem oberen Wald. Na ja, gut. Geht auch gut. Speichern. So. Dann wollen wir mal gucken. Ja, wir können rennen. Und der eine hat, glaube ich, die haben beide eine Armbrust. Gut, okay. Irgendwer noch da? Okay. Ich glaube, die kleinen Getiere, die können wir mal getrost außer Acht lassen. Ich mach dich fertig, Mora. So, auch das ist erledigt. Dandolo, ja, ich genau, richtig. Dich. Aha. Die Reste der Ork-Armee, da war was. Gucken, dann hat sich ja die Frage erledigt, was die Dings angehen, was meine eben bezogene Frage angeht. Oh, ich bin heute ein bisschen gaga. Gucken wir doch mal. So, Moment mal. Der Ork-Trupp, der sich in der Nähe vom Leuchtturm befunden hat, wurde beseitigt. Danke, so wollte ich es doch wissen. Genauso wollte ich es wissen, dass wir hier Zwischenmeldung kriegen. Also, haben wir die anfängliche Frage hier auch schon beantwortet. In der Nähe des Leuchtturms. Ja, das kommt hin. Das kommt echt hin. Gucken wir mal weiter. Ja, dich haben wir doch schon, oder? Ja, genau, richtig. Jetzt muss ich mal gucken, von welcher Seite aus wir gekommen sind. Da hinten dampft es. Dann gehen wir hier weiter. Jo, ne? Und auch jetzt sind wir wieder dort. Gut. Dann fetzen wir weiter Richtung Stadt zu dem Tal. Aber das machen wir beim nächsten Mal, liebe Freunde. Und dann Dolo wird tapfer mit mir zusammenkämpfen. Ich hoffe, ihr hattet hiermit ein bisschen Unterhaltung gehabt. Spendet mir einen Daumen und einen Kommentar. Waldbär ist auch da. Und ein Däumchen ist auch ganz gut. Da war doch noch ein Heilkraut hier. Schön. Okay, jetzt sind wir jetzt... Oh, hier ist noch was. Das machen wir noch eben. Das machen wir noch eben. Das machen wir noch eben, ne? So, wunderbar. Perfekt. Ja, dann darf ich mich hier an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und sage hiermit Tschüss, euer David.